Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat am Montag zusammen mit dem deutschen Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein Militärkrankenhaus in der nordöstlichen ukrainischen Region Tschernihiw besucht. Bei dieser Gelegenheit überreichte Selenskyj Soldaten, die im Krieg gegen die russischen Angreifer verwundet wurden, Medaillen und dankte für ihren Einsatz. Die russischen Invasoren wurden vor fast genau einem Jahr aus der Region Tschernihiw vertrieben. Mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in dem Gebiet werden allerdings noch untersucht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war zuletzt im Mai 2021 und damit vor Kriegsbeginn als Grünen-Vorsitzender in der Ukraine gewesen. Bei der aktuellen Reise kündigte der Vizekanzler an, die Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu aufzusetzen.